Minecraft, willkommen zurück beim Sky Factory. Ja, und zwar nicht alleine, sondern nicht runterfallen. Wir haben uns einem Projekt angeschlossen, das aus vielen kleinen Inseln besteht. Ich kann gerade mal durchzählen. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Ich glaube, aus 14 Inseln besteht es hier alles. Und so ist es auch. Moment, ich mach mal das hier wieder an. Ich habe da noch die drei Fleisch. Die wollte ich wegmachen. Die sind nämlich noch von der. Die will ich ja nicht klauen. Die sind noch von der Einführung, ja, die gestern war. Das Projekt ist gestern gestartet. Brauche noch ein Holz, fällt mir gerade ein, damit wir uns gleich hier was bauen können. Und zwar müsste hier ein Krug gehen, genau. Also das Projekt ist gestern gestartet. Ein Silkwurm haben wir schon mal. Aber sonst kommt da ja gar nichts raus. Oh, jetzt endlich ein Sapling gekriegt. Dachte, wir müssen ohne Sapling starten. Okay, wir haben zwei. Alles schon mal gut. Also Projekt Minecraft Sky Factory im Multiplayer. Mit, ich habe keine Ahnung, Minimum glaube ich 10 Leuten inzwischen. Ich mache mal die Bücher hier weg, will ich nämlich gar nicht haben jetzt gerade. Ich könnte da schon ranbauen, ich will aber eigentlich weiter runter bauen. So. Ah, Skyblock. Ja, Skyblock hat mich ja immer so ein bisschen gemocht. So dass ich mich auch für dieses Projekt hier beworben habe. Ja. Die Leute, die das ins Leben gerufen haben, sind Nym und Mahandi. Ja. Ich bedanke mich mal recht herzlich bei denen dafür, dass ich hier mit dabei sein darf. Das freut mich. So, wir haben es geschafft. 6 Saplings haben wir schon mal. Wir haben ja selber schon Sky Factory gespielt. Wenn ihr euch erinnert, zusammen mit Mephisto, Shadow TS und später auch Mavia. Ich habe mich jetzt einfach nochmal für das Projekt beworben, weil ich es cool finde, so im Multiplayer-Modus. Und ja, das Interessante hier ist auch, ich habe einen Fussel im Mund. Das Interessante immer noch. Jetzt ist weg. Das Interessante hier ist, dass jeder in seiner eigenen Parzelle oder seinem eigenen Grundstück startet, das 31 mal, ich glaube, 80 Blöcke groß ist. Noch mal hier kurz den Baum wachsen lassen. Jawohl. Das haben wir ja gelernt, ja. Ich erinnere mich, dass wir bei meiner Folge oder bei meinem Multiplayer dann ewig am Anfang gewartet haben, bis wir unseren ersten Baum hatten. Ich baue mal gleich die Plattform noch ein bisschen größer. Wir machen das jetzt auch mit Slabs, ja, das habe ich auch gesehen, weil wir einfach mit Slabs viel weiter kommen. Ja, da muss man vielleicht bei Skyblock dran denken, dass man am Anfang nicht mit Logs, mit
Planken, also Planks startet, sondern dass man sich vielleicht einfach die zu Slabs craftet. Ach, jetzt kann ich da gar keine Fackel hinstellen. Und dachte ich gerade schon, der Sapling sei abgehauen. Also wie gesagt, Mahandi und Nym sind so die zwei Leute, die das Projekt ins Leben gerufen haben. Man konnte sich online bewerben, das habe ich einfach mal gemacht. Und wie ihr seht, habe ich es geschafft, mit dabei zu sein. Außerdem gibt es noch ja, Mephisto 2051, der hier mitspielt, den ihr von mir kennt. Und dann noch Shadow TS, der spielt auch mit. Ansonsten habe ich mal geguckt. 800X spielt noch mit. Und noch ein paar andere. Die werdet ihr im Laufe des Projekts mit Sicherheit auch mal sehen. Ja. Die sind hier mit dabei. Und dann werden wir uns... gleich der nächste Baum. Hey, das finde ich so krass, dass man hier den Baum einfach antanzt und der dann wächst. Hat so ein bisschen was Spirituelles. So, wir brauchen noch ein paar Sticks. Ich muss mich ja hier natürlich auch erstmal wieder reinfuchsen. Ja? Oh, da ist er schon, Mephisto 2051. Und dann... denke ich, wird das ein ganz cooles Projekt, weil es einfach mal verschiedene Leute sind, ja, die sich zum Teil gar nicht kennen und es dadurch einfach ein bisschen mehr Abwechslung auch gibt. Wie gesagt, es gibt hier Grundstücke, sogenannte, oder so Parzellen, die sind außen hier. Die sind außen mit Glas erstmal umrandet. Ihr seht hier meinen Eingang und ihr seht in der Mitte eine Holzplattform. Ja. Zu dieser Holzplattform müssen wir irgendwie, um eigentlich am weiteren Spielbetrieb teilnehmen zu können. Wenn wir zum Beispiel in Nether wollen oder in Steep Dark oder Last Millennium, ja, da gibt es über diese Holzplattform kommen wir dann zu den Portalen. Die sind aber nochmal speziell gesichert. Dazu erzähle ich euch gleich mehr. Ich will erstmal den Baum hier sicher evakuieren. So. Okay, dann pflanzen wir hier gleich noch ein. So, also wir sind hier ja ein paar Blöcke weg und zwischen diesem Glas und dieser Plattform sind 12 Blöcke Platz. Und die muss man, da hat es schon jemand falsch gemacht, ja, da hat schon einer mit Holz rüber gebaut. Ich habe es so verstanden, dass man da nur mit Obsidian rüber bauen darf, um zum Beispiel zu verhindern, dass da ein Creeper drauf geht. Nein, Quatsch. Um zu verhindern, oder um die Möglichkeit zu geben, dass man ins in Nether kommt. Ja. Dazu muss man ja Obsidian eigentlich platzieren. Es gibt aber ein universelles oder ein allgemeines Netherportal, um hier einfach nicht 20 Netherportale zu haben. Und dann gibt es eben auch das gemeinschaftliche Deep Dark Portal. Und da, und Last Millennium ja auch. Und da kommt man aber auch nur hin, wenn man die Portale selber macht und die später in Kisten legt. Das kann ich euch dann zeigen, wenn wir soweit sind. Das dauert aber noch ein bisschen. Und ja, Moment.
viertletzte Parzelle links. So, das sieht schon mal gut aus. Wir craften uns jetzt mal. Ja, Deep Dark habe ich nämlich schon mal geguckt. Barrel. So eins hier wollen wir. Oder ein paar. Achtung, das geht ein Kribbel. Da hinten brennt irgendwas. So, Baum haben wir nochmal gewachsen gelassen. Oh Gott, was ich heute wieder für Deutsch spreche. So, Schlepps. Nochmal 3. So, und dann machen wir hier nochmal ein paar von denen hier. Dann können wir hier nämlich noch ein bisschen ausbauen. Wir brauchen noch ein bisschen Platz, damit die Bäume. Inventory Tweaks nicht installiert. Damit die Bäume uns auch Luft lassen. Damit wir Wasser sammeln können. Die Parzellen sind oben und unten offen. Allerdings, wie ihr eben seht, durch diese Cobblestone oben und unten nochmal in der Höhe einfach zur Sicherheit, dass man weiß, wo man ist. Begrenzt. Das hat aber keinen, also es soll einen Baueffekt haben, dass man in seiner Parzelle bleibt und sich einfach daran orientieren kann. Nein, das wollte ich jetzt nicht. Oh, die gehen alleine weg, die Slabs. Das habe ich jetzt nicht. Ich dachte, der geht komplett weg. Ein Block. So, wenn wir da einmal rum sind, dann könnten wir uns eigentlich schon ein bisschen mal unser anderes Zeug aufstellen. So, Mephisto hat schon einen Diamanten. Da sind wir noch ein ganzes Stück von weg. Wir müssen uns erstmal die Grundstruktur schaffen. Ich stell den mal jetzt dahin. Und die Fässer dahin. Und dann hauen wir hier mal Saplings rein. Damit wir noch mehr Holz kriegen. Holzerde natürlich. Ja, es wird jetzt kompostiert. Ach, wir hätten sogar noch 4 Sticks gehabt. Ja, erstmal dauert es eine ganze Weile, bis wir hier vorankommen. Ich weiß noch nicht, ob ich alles wirklich aufnehme oder ob ich manchmal einfach auch so ein paar Sachen zwischendrin alleine mache, ohne dass ihr dabei seid. Das muss ich dann mal gucken. Jawohl, 2 Erde. Das entscheide ich aber spontan, ja. Also es kann sein, ich mache mal. Ich halte das eine ganze Weile durch, dass ich alles aufnehmen kann. Und dann kann aber auch mal sein, dass es eben nicht mehr passt. So, wir machen uns jetzt mal eine Holzakku, weil dann geht es trotzdem ein bisschen schneller, hoffe ich. Dann machen wir. Ich will die Erde hier eigentlich nicht verlieren. Oh, Glück gehabt. So, aber hier setzen wir mal. Ach, da kann ich ja keine Fackeln setzen. So. Es
Soll ich gleich in die Richtung bauen oder soll ich erstmal warten? Ich setze mal die Erde dahin und dahin da. Und da. Ich hoffe mal, ich lasse genug Platz zu meinem Nachbarn. Ich glaube ja, das passt locker. So, 1, 2, 3. Sehr schön. Da müssen wir auch noch eine Erde haben. Gut, also wir starten schon recht flott. Da, 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 da. Jawohl, in mir drin ist es laut. Es geht schon deutlich flotter voran wie in meinem, wo ich wirklich nichts davon wusste, dass man die Bäume antanzen kann. Gleich noch mal ein paar Schlepps. Dann können wir nämlich die Plattform hier noch mal erweitern und zwar um, ich glaube, um 3 Blöcke jeweils. Also 3 Half Slabs um den Baum rum. Gehen uns schon wieder die Slabs aus. Überlegt mal, wir würden das alles mit Planken bauen. Wir würden nicht vorankommen. Weil es einfach zu viele Blöcke wären, die man da aufwenden müsste. So, eigentlich wollte ich ja das Holz haben, ja? Um die Plattform noch ein bisschen zu erbauen, erweitern. Von der Folgenlänge weiß ich es noch gar nicht. Es kann sein, dass ich täglich hinkriege. Kann aber auch sein, dass es RL mir da einen Strich durch die Rechnung macht und ich das eben nicht schaffe. Da müsst ihr euch einfach gedulden und mal gucken. Ich weiß es wie gesagt selbst noch nicht. Das wird sich erst noch zeigen. Wir brauchen noch mehr. Wir brauchen noch mehr Planken. Slabs. So. Das ist jetzt aber schon mal gut. So, und ich würde auch sagen, das war's dann auch schon von der heutigen Folge Sky Factory Projekt. Einen richtigen Namen gibt es dafür nicht. Ist auch keiner ausgegeben. Ich nenne es einfach mal Sky Factory Projekt. Was wollte ich jetzt machen? Ich wollte einen Krug bauen, habe aber kein Holz mehr. Das machen wir nämlich jetzt noch schnell. So, und die nächste Folge kann sein, dass ich schon vielleicht mit Mephisto aufnehme. Weil ich glaube, ich werde jetzt gleich noch eine Folge machen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder beim Sky Factory Projekt. Ich hoffe, euch gefällt es. Ja, ihr könnt auch gerne mal in die Beschreibung gucken. Da sind auch die anderen. Ich habe keine Saplings mehr. Bin ich doof. Da sind auch die anderen Spieler, die aufnehmen, verlinkt. Ja. Dann könnt ihr auch mal bei denen reinschauen. Den Bau mache ich jetzt noch, damit wir noch ein paar Saplings bekommen.
diese Saplings, damit wir noch ein paar Bäume anpflanzen können und dass es weitergeht. Dann können wir auch gleich nochmal zwei Erde machen. Das ist nämlich auch toll. So, Sapling, Sapling, Sapling. Und hier fehlt, glaube ich, nur noch ein bisschen was. Sehr gut. Also, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, dann schaut auch in der nächsten Folge wieder rein. Beim Minecraft Sky Factory Projekt. Ein bisschen langer Name. Bis dahin. Ciao, Leute.